Sparkasse kommt. Wir haben von Johannes einige Tipps gehört. Es gibt aber noch einige weitere Möglichkeiten. Und mit einer Möglichkeit beschäftigt sich sogar unser nächstes Startup, beziehungsweise es hat da etwas gegründet, was vielen Gründern und GründerInnen helfen kann. Das erzählen sie euch am besten auch in ihrem eigenen kleinen Film. Hi, ich bin Torge, das ist Jannis. Wir sind beide Co-Founder von Förderfrage und insgesamt mit 6 Jungs arbeiten wir in unserer Idee. Wir haben 2021 gegründet und arbeiten während unseres Studiums schon mit großen Banken und mit Aktiengesellschaften zusammen. Geiz am Gründen ist, dass du morgens aufstehst, selber dafür verantwortlich bist, was du den ganzen Tag übertreibst und dass die Ergebnisse alle dir gehören. Ich liebe das, wir alle lieben das und ja, das ist das Geilste, was es am Gründen gibt. Unsere Vision mit Förderfrage ist, dass wir Unternehmern endlich ihr Geld geben, was sie verdienen und dass wir allen helfen, wirklich das Maximum aus ihren Projekten zu holen. Jannis von Förderfrage, die Bühne gehört dir. Ganz viel Spaß und viel Erfolg bei deinem Pitch. Ja, mega schön, dass wir alle hier sind. Ich habe euch auch was mitgebracht. Und zwar, das sind die 30 wichtigsten Förderprogramme. Die muss jeder Unternehmer im Kopf haben. Wenn er die nicht im Kopf hat, lässt er Geld auf dem Tisch liegen. Und das ist nur der Anfang von den weiteren 3.970 Förderprogrammen da draußen. Ja, also da kann man gleich wieder mit der Vorsorge anfangen, wenn man sich mit dem Thema befassen will. Witzige Frage, hat irgendwer schon mal versucht, sein Projekt zu fördern? Hier sind doch ein paar Unternehmer, oder? So, und ja, wem sind dabei die Tränen gerollt? Ja, also letztendlich ist es so, man macht den Browser auf, dann tippt man 10 Minuten rum und wenn es der Chef gesagt hat, vielleicht noch mal eine halbe Stunde. Aber letztendlich macht das keinen Spaß. Und ja, wieso ist das so? 4000 Programme, 16 Bundesländer, 16 Förderbanken heißt das auch. Und ja, unterschiedliche Ministerien, wo soll ich jetzt mit meinem Antrag hin? Und ja, wenn ich jetzt überhaupt eine Förderung beantragen will, kann, sollte, dann muss ich diese Richtlinien da lesen, die du gerade liest, um überhaupt eine Idee zu bekommen, ob ich das Geld benutzen darf oder nicht. Ich muss natürlich einen Projektträger, bla 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 bla. Ist die Hölle. So, und deswegen haben wir eine Lösung entwickelt. Innerhalb von 3 Minuten können wir mit unserer Anwendung Förderfrage, die auch die Sparkasse schon nutzt und bald auch schon mehrere Beratungen in Deutschland, ja, es leichter machen für den Unternehmer, Förderprogramme für sein Projekt zu finden. Und auf der anderen Seite hier einer Fördermittelabteilung, einer Fördermittelberatung dabei zu helfen, endlich noch schneller zu beraten, mehr Kunden zu beraten, denn es sind in Deutschland 3,2 Millionen Stück, die auf Hilfe warten. So. Wir sind gerade an dem Punkt, dass wir nach Leuten suchen, nach Unternehmen, die Bock haben, unser Produkt mit uns weiterzuentwickeln, nach Beratungshäusern, die auch bereit sind, ihr Wissen zu teilen, ganz besonders einfach, um die Antragsprozesse besser kennenzulernen, aber auch um herauszufinden, welche Förderungen sind es am Ende und welche Stellen müssen rausgefunden werden, damit wir noch mehr Anträge durchkriegen. Ja? Das ist uns wichtig. Wir arbeiten aktuell mit vielen Unternehmen zusammen schon, machen Kontaktvermittlung, aber eben verkaufen auch unsere Software. Da gehört auch CRM dazu, also Data Analytics ist auch mit dabei, einfach zu wissen, was umtreibt den Kunden gerade. Und das treibt auch uns an. Und wenn da draußen Partner sind, die genauso angetrieben davon sind, den besten Service im Bereich Förderung und Förderberatung zu leisten, dann kommt zu uns. Wir bringen einen richtig dicken Ferrari auf die Straße. Ja, meldet euch bei uns. Lieber Jannis, danke dir. Benni, du hattest ja jetzt die ganze Zeit bei dir den Ordner liegen. Was sagst du? Ist es, 92, macht es den ganzen Prozess oder einfacher? Gerade bei der Anlage zum Merkblatt Bundesförderung für Energie und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft. Guck mal, alleine das zu lesen dauert schon länger als wahrscheinlich der ganze Prozess. Ich habe eine so ein bisschen ketzerische Frage und das würde ich gerne meine Kollegen mal in der Jury stellen. Wir haben bei BDX, bei meiner Company, bisher eine Förderung beantragt und die nicht bekommen, weil ich die Sachen nicht rechtzeitig abgeschickt habe. Die E-Mail, die war als To-Do, 2 Wochen in der E-Mail-Inbox und ich habe sie jeden Tag wieder auf Snooze gemacht und dann war es irgendwann weg und haben wir dadurch 30.000 Euro verloren. Klassiker. Meine Frage,
Oder meine These. Richtig geile Startups brauchen gar keine Förderung. Mhm. Was sagt ihr dazu? Wir haben, und da will ich mal Baden-Württemberg loben, wir haben L-Bank Baden-Württemberg, wir haben 250.000 bekommen als Sicherheiten, plus nochmal, ich glaube auch sowas ähnliches, Stadt Mannheim hier, 30.000 hat man einfach bekommen, um Investitionen zu tätigen. Und wir haben es nicht verkackt, weil mein Mitgründer, ich darf hier immer in die Welten dieser Welt sprechen und irgendwie Snox vertreten, aber genau sowas macht Felix im Hintergrund. Deswegen war die E-Mail nicht so lange in der Inbox. Also deswegen Stadt Mannheim und Baden-Württemberg, großer Applaus für euch. Deswegen habe ich jetzt auch so einen Felix. Ja. Ich würde keine Frage stellen, weil wir euch sehr, sehr gut kennen, aber ein Dankeschön sagen. Förderfrage war oder ist immer noch in unserem Accelerator und ist sogar das Versuchskaninchen gewesen als erste Pilot-Startup bei uns. Immer noch nicht und tot. Und es macht mich einfach stolz, zu sehen, wie weit ihr auch gekommen seid. Und wir arbeiten auch mit euch zusammen. Deshalb wollte ich sagen, auch in die Runde, wenn es weitere Startups aus Bremen gibt, die kurz vor der Phase seid, wo ihr sagt, wir brauchen Beratung, Coaching, Pitch-Training, Investorensuche, Kundensuche, wie schreibt man einen Business-Case, braucht man überhaupt ein CFO, hatten wir heute. genau, also dafür sind wir da. Könnt ihr uns jederzeit ansprechen. Keine Silbe gelogen. Ja. Also ich muss sagen, wenn das mit dem Startup nichts wird, kannst du dich auf jeden Fall als Comedian irgendwie auf die Bühne dieser Welt stellen. Definitiv. Wirklich. Und das meine ich von Herzen positiv. Also ich glaube, mit der unterhaltsamsten Pitch, aber trotzdem eine richtig geile Sache. Für mein konkretes Verständnis. Also ich habe auch hier Tablet, Fragebogen, 3 Minuten und dann kriege ich am Ende als Privatkunde, als auch als Firmenkunde, sehe ich, welche Förderprogramme für welches Thema passen. Und damit gehe ich dann zu meiner Bank und sage, hey, das will ich machen. Füllt ihr auch den Förderantrag für mich aus? Also da habe ich noch nicht ganz euer Produkt verstanden. Ja, genau. Also wir haben mit der Suche erstmal angefangen. So Fördersuche, irgendwie mal den Datenraum verstehen. Wo fängst du überhaupt an? Aber natürlich, so die nächsten Schritte werden sein, dass jetzt im Digitalisierungsgesetz alle Antragsstrecken sowieso digitalisiert werden. Das wird so der nächste Schritt der vielen Förderbanken sein. Jetzt da ja, mitzuschwimmen wird natürlich brutal. Aber was sich niemals ändern wird, ist die Beratung, die brutal bleibt. Jeder, der mal länger nach einem Förderprogramm gesucht hat, der weiß, wovon ich spreche. Die 160 Berater, mit denen wir gesprochen haben, die Interesse an der Software und Vermittlung auch von uns haben, die sagen das Gleiche so. Ich werde mir die Anträge oder die Richtlinie am Ende eher durchlesen müssen, bevor ich den Antrag durchwink. Und an die richten wir uns so. Also wenn ich es schaffe, wenn ihr es schafft, dass ich in 3 Minuten hier diese Anlage zum Merkblatt der Bundesförderung zur Energie und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft ausfüllen kann, dann habt ihr mich als Kunden. Ja, muss man anrufen dann. Mach ich, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich hab mal zwei, drei Fragen. Die erste Frage ist, was zahlt man denn für euren Service? Also erstmal, wenn ich euch anrufe, dann kostet das erstmal nichts. Das kostet nur PlaySavers. Also das machen wir so, wir haben unsere Eigenberatung. Und dann sitze ich den ganzen Tag, wir schalten Werbung. Ich rufe jeden Einzelnen an, frag mal nach, hey, interessantes Projekt, was hast du denn vor? Guck mir schon mal vorher an, selber so, in welche Richtung könnte denn das gehen? So, ich sehe meinetwegen Prozessdigitalisierung, okay. Dann schaue ich schon mal fürs Bundesland nach. Aber ganz kurz, ich muss eben unterbrechen, auch mit dem Blick auf der Zeit. Was kostet das, wenn wir dein Produkt... Also es kostet effektiv, wenn ich anrufe, nichts, aber dann geht es natürlich weiter. Ja, weil du Vertriebsgespräch machst, das habe ich verstanden. Das ist schon mal super nett, dass das Vertriebsgespräch nicht ganz kurz. Genau, und dann, aber was kostet es? Ja, dann geht es als erstes natürlich weiter. So, dann wirst du dem Kunden natürlich sagen, hey, zack, wir müssen jetzt hier mal eine hohe Wahrscheinlichkeit. Aber was das kostet das? Das Erstgespräch kostet jetzt gar nichts. Mit uns und auch das mit dem Berater, den wir vermitteln. Alles verstanden, aber was kostet? Was kostet konkret? Komm, bin auf den Punkt. Ich möchte wirklich wissen, ich habe jetzt so einen kleinen Fahrradladen hier und möchte eine Förderung für den kleinen Fahrradladen. Was kostet, wenn ihr mir sagt, welche Förderung es für mich alles gibt? Oder Dermanostik, da vorne hatten wir gerade drüber gesprochen, haut als per App, so, die wollen jetzt gucken, welche ganzen Förderungen gibt es, egal für KI oder für Sonstiges. Was kostet Dermanostik, das jetzt auf den Punkt, wenn die das mit euch machen wollen?
So, das kostet 10% der Antragssumme, beispielsweise wenn der Antrag durchgeht und vorher fließt kein Geld. Und so müsste das in der Fördermittelberatung da draußen sein. Erfolgsbasierte Arbeit, viel Arbeit, klar, aber revoltieren mit einem großen Kundenstamm, das für die Leute und für die Förderberater dann mit der Zeit Projekte reinkommt. Zweite Frage, 10%. Wie skaliert, verstanden, wie skaliert ihr das? Ja, viel telefonieren und mit unseren Partnern zusammen, ne? Ja. Also mit den Sparkassen da draußen, mit den Unternehmensberatern da draußen, die auch unsere Software auf ihre Seite packen. Vor allem mit den Förderbanken, die einen riesigen Rückstand haben, was Digitalisierung angeht. Denen natürlich auch. Und da machen wir eine ganz einfache Software-as-a-Service-Lösung. Wir machen die Database und liefern das Toolset. Okay, und alles verstanden, 10%. Das muss man übrigens wissen, wenn das alle noch nicht wissen, das ist gar nicht so teuer, weil heute ist so, dein Steuerberater macht das für dich. Und der nimmt richtig teure Stundensätze dafür, dass der diesen Ordner für dich einmal durchguckt und dann das da macht. Also von der ist das schon völlig okay Preis. Ich überlege nur... Ruft jemanden wie mich an tatsächlich. Ja, oder ruft dich an, dann mein Steuerberater. Ich glaube nicht, dass der aus Coesfeld dich kennt, aber vielleicht, muss ich mal fragen. Zweite ist, falls du zuhörst, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ist ein unglaublich sympathischer Steuerberater. Also Thomas, kennst du ihn? Du musst es beantworten, kannst es mir im Nachhinein sagen. Zweites, wie werdet ihr bekannter? Weil alle anrufen ist eigentlich scheiße vom Business. Weil, ja, also eine nette Internetseite, die wir haben, ist natürlich schön. Hier rechner.förderfrage.de ist ganz einfach. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, warum tut ihr euch nicht mit den ganzen Wirtschaftsförderungen zusammen? Ich überlege auch, wenn ich bei euch einsteigen würde als Gesellschafter, wie kann ich euch wieder weiterverkaufen und wer kauft das? Das frage ich mich. Und das ist immer die spannende Frage, auch bei allen Startups, wer kauft? Also erstmal cool, weil wir kennen das ja auch von den ganzen Formularseiten, die das alles, Mustertexte und so, das ist auch wirklich ein erfolgreiches Business, also von der Sicht da super viel Potenzial. Aber ich glaube, ihr habt ein geiles Produkt, aber ihr müsst das irgendwie noch schneller in die Welt tragen. Und ich meine, euer Produkt ist ja einfach in die Welt zu tragen, weil Johannes hat es viel schwerer, weil der muss 80 Millionen deutsche Menschen erreichen, die Socken kaufen. Ihr müsst nur die ganzen Gründerinnen und Gründer erreichen und müsst gucken, wie ihr mit den IHKs, mit den Sparkassen, den Volksbanken und diesen ganzen Banken auf der Welt nur möglichst schnell in Kontakt bekommt, damit jeder dieser euch empfehlen kann. Da ist ja eigentlich erstmal vom Flow einfach. Und da würde ich mich voll drauf fokussieren und dann würde ich irgendwann gucken, ob was ich noch mit dem Bundeswirtschaftsministerium zusammen machen würde. Und hast du schon mit denen gesprochen? Hatte ich noch nicht die Chance. Okay, Kirsten, ich warne dich schon vor, ich werde auch dich anrufen und wir werden auch euch da, weil wenn das nicht das Bundeswirtschaftsministerium, wenn ihr das nicht fördert, dann seid ihr ja blöd, oder? Super. Er hat's gesagt. Aber ich würde es an dieser Stelle dann einmal schon mal auf später hinweisen, dass man da weiterhin nochmal netzwerken kann, sich nochmal ein bisschen austauschen kann. Ja, ist geil. Und vielen Dank für diesen sehr interessanten und vor allem auch sehr, sehr unterhaltsamen.